Ja, vielen Dank, Julia, für die Einführung. Und ganz herzlich willkommen. Es ist wirklich sehr schön, dass ihr so zahlreich euch hier diesen Abend freigenommen habt, um mit uns über das Thema EHA-Schlafbegleitung versus andere Schlafberatungskonzepte so ein bisschen einzutauchen, euch damit auseinanderzusetzen. Und es ist uns wirklich auch so ein bisschen ein Anliegen zu gucken, wo sind denn in der EHA unsere Kompetenzen, Stärken und Schwächen. Und als wir diesen Dialog vorbereitet haben, beziehungsweise uns überlegt haben, was könnten wir machen, so im EHA-Europa-Kontext, sind mir so ein bisschen die Gespräche eingefallen, die Barbara und ich an unseren zahlreichen Abenden führen, wenn ich im Südtirol bin. Wir diskutieren über alles Mögliche und hätten da ganz viele tolle Themen, die wir mit euch teilen können. Und so kam die Idee, dass wir doch mal auch über so ein Gespräch quasi mal mit euch hier führen können und so auch gleich zum Thema Schlaf und wie wir den Schlaf beziehungsweise die Schlafbegleitung in der EHA verstehen, dass wir das nochmal so mit euch hier vertiefen jetzt an diesem Abend. Und ja, ich denke, die meisten von euch kennen uns, aber trotzdem nochmal vorab. Mein Name ist Cornelia Reichlin und ich bin Körperpsychotherapeutin, EHA-Therapeutin, Supervisorin und Referentin, bin jetzt schon lange mit dabei, leite den Ausbildungsstandort in der Schweiz und bin auch im Vorstand von EHA Europa tätig und darf jetzt heute das Gespräch führen mit der Barbara Walcher. Barbara leitet den EHA-Standort in Italien und kommt aus der Kinderkrankenpflege, ist dann so ein bisschen weiter ihren Interessen gefolgt in die Stillberatung und so im Kontext Stillen, Schlafen, Regulation hatte ich so zum Stillen zusätzlich das Thema Schlafen extrem fasziniert und du hast dich da einfach, glaube ich, sehr in das Thema rein vertieft und ich würde sagen, du bist eine Expertin, wenn es um das Thema Schlafen geht. Und deshalb glaube ich, bist du die richtige Person für dieses Thema heute Abend und bist natürlich auch dann den Weg gegangen in der EEH, in die Körperpsychotherapie und verknüpfst jetzt auch all diese Kompetenzen, die du hast. Und ja, also. Ich freue mich, dass wir das Gespräch heute machen. Ich würde gerne, Barbara, starten mit der Frage, ja, du hast dich mit dem Thema Schlafen, wie gesagt, auseinandergesetzt in deinem Arbeitsalltag, in deiner Arbeit. Magst du uns erstmal ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, was dich fasziniert hat oder was dich auch begeistert an dem Thema? Ja, zunächst mal herzlichen Dank für deine Einführung und auch ich freue mich sehr, mit dir heute dieses Thema zu machen, Conny, weil wir eben viel diskutieren dazu auch und deswegen, ja, schön. Herzlich willkommen auch an allen, die hier zuhören und schön, dass wir so eine große Runde sind. Wie bin ich zum Schlafthema gekommen? Ja, eigentlich habe ich das Thema nicht gesucht, sondern das Thema hat mich gefunden. Also, solange ich in meinem klinischen Tätigkeitsfeld unterwegs war, war es für mich kein großes Thema. In den Nachtdiensten war ich sowieso wach. Wenn dein Kind geweint hat, war es ja nicht weiter tragisch. Und bis ich selbst Mutter wurde, dachte ich mir, ja, Kinder schlafen und was ist das Problem? Ich wurde dann Mutter, mittlerweile vor 24 Jahren, und war sehr überrascht, wie wenig ich über die Schlafphysiologie wusste. Und war sehr schnell mit ganz verschiedenen Schlaftrainingsprogrammen, auch so auf Empfehlung von anderen Müttern,
war damit sehr schnell konfrontiert. Und mein Sohn war damals 9 Monate und habe mich so reingelesen, ein bisschen in diese Schlafratgeber. Hatte so vom Gefühl her, ich war noch nicht ganz am Zahnfleisch, sondern hatte noch so ein bisschen Ressourcen und hatte so vom Gefühl her den Eindruck, das kann es doch nicht sein. Ich habe damals eben diese Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin IBCLC gemacht und ich musste da eine Abschlussarbeit schreiben und habe eben zu diesen Schlaftrainingsprogrammen das sehr bekannteste Buch im deutschen Sprachraum, Jedes Kind kann schlafen lernen, eine kritische Auseinandersetzung gemacht und habe mich damals erstmals auf die Suche gemacht, was ist eigentlich Schlafphysiologie, was ist physiologisch, was ist gesund. Und ich war echt total geflasht von der Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben, wie ein Kind schlafen soll, und das, was einfach auch die Physiologie vorgesehen hat, aus guten Gründen. Und ja, seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Und das, was ich schon nochmals als sehr faszinierend empfunden habe, ist, wie sehr das Thema Schlafen so die Existenzthemen eines Menschen berühren. Also es geht da wirklich so Leben und Tod manchmal. Schlaf wird ja nicht umsonst als der kleine Bruder des Todes bezeichnet. Und wie sehr darüber einfach auch so existenzielle Themen bei den Eltern berührt werden. Und da habe ich natürlich über die emotionelle Erste Hilfe nochmals einfach einen ganz anderen Zugang gefunden, der mich bis heute fasziniert. Und ist auch Grund dafür, dadurch, dass es so ein existenzielles Thema ist, dass es sehr emotional diskutiert wird, in allen Foren, auch in Elternforen. Und das ist manchmal so ein bisschen das, was mich auch erschrickt, wie sehr sich Eltern gegenseitig auch wirklich bekriegen mit dem, was sie glauben, was das Beste für das Kind in seinem Schlaf ist. Das fasziniert mich bis heute, diese Aspekte, die ich soeben benannt habe, bis heute am Thema. Auch sehr spannend. Also wir werden auch einige Aspekte davon aufgreifen jetzt noch in diesem Gespräch. Und du hast gesprochen von der Schlafphysiologie und wie wenig da eigentlich an Grundwissen, was eigentlich für den Menschen, für das Kind, für die Bindung eigentlich gesund ist im Thema Schlaf, wie wenig da verbreitet ist. Ich denke auch Schlafen ist ein Thema der menschlichen Grundregulation, oder? Kann man auch sagen. Das ist so nochmal ein anderer Aspekt, vielleicht auch in unseren Worten in der EHA, der Regulation. Und man kann ja, und ich glaube, das ist so das Allgemeinwissen, ausreichender Schlaf ist regenerierend. Wir erholen uns im Schlaf. Schlaf und ausreichend Schlaf sorgt dafür, dass ich gute Nerven habe für mich und mein Kind und auch, dass wir energievoll durch das Leben gehen. Es gibt ja jetzt auch viel Wissenschaft, wo das nochmal viel weitergeht, was eigentlich alles Mögliche passiert im Schlaf, also was Schlaf auch noch für weitere Funktionen hat und das würde mich interessieren, ob du dazu noch was sagen kannst. So, was findest du ist so das Wichtigste, was man vielleicht auf Seiten der Funktion des Schlafes wissen sollte, was für den gesunden Aspekt des Schlafes oder auch für unsere Arbeit wichtig ist? Ich werde jetzt versuchen, mich relativ kurz zu fassen, um da nicht mich total zu verlieren in dem Thema. Das, was du schon benannt hast, also ist so dieser sehr bekannte regenerative Anteil und Aspekt des Schlafens. Also ist ein wichtiger Aspekt. Das heißt, im Schlaf erholt sich der Körper und es gibt Phasen des Schlafes, wo wirklich alle Körperfunktionen auf Standby geschaltet sind.
Das heißt, wo wirklich der Körper sich erholt. Schlaf findet ja, das ist ja ein spannender neurologischer Zustand. Also ist das Vegetativum, das Neurovegetativum ja, das steuert ja diese Schlaf- und Wachzustände. Und gerade in diesen regenerativen Schlafphasen finden wir diese trägen Delta-Wellen, also wirklich auch die Hirnwellen, die Hirnströme sozusagen, sind auf Standby geschaltet. Also dieser regenerative Teil ist sehr bekannt. Das ist auch das, wo viele Eltern drunter leiden, weil sie wirklich so das Gefühl haben, sie haben einen Schlafmangel und genau das, was du benannt hast, sie haben deswegen nicht die Nerven für ihre Kinder untertags. Und sie leiden darunter, dass sie nicht diese Geduld haben in der Begleitung von ihren Kindern. Ein zweiter Aspekt neben der Regeneration, und das ist vielen nicht bekannt, das ist jener Aspekt, der im Schlaf dafür sorgt, dass Integration stattfindet. Also dass praktisch alles, was der Mensch im Wachzustand erlebt, an Reizen, die auf ihn einfließen, ja neuronal verarbeitet werden müssen und abgespeichert, aussortiert. Das heißt, diese integrativen Schlafanteile sind total wichtig. Und gerade wenn man jetzt die menschliche Entwicklung am Lebensanfang betrachtet, lernt der Mensch in einer enormen Dichte in den ersten 2, 3 Lebensjahren so viel wie sein ganzes Leben dann nicht mehr. Also es sind ja wahnsinnige Entwicklungsprozesse, die der Mensch da zu stemmen hat. Das heißt, die Natur macht eigentlich was sehr Sinnvolles. Sie stellt dem Menschen einen erhöhten Anteil an integrativen Schlaf zur Seite. Was ist das Problem daran? In diesen aktiven Schlafphasen findet viel Hirnaktivität statt. Das ist die gute Nachricht. Sonst könnten Dinge nicht verarbeitet werden. Aber es sind leichte Schlafphasen. Das heißt, in diesen Stadien ist der Mensch leicht weckbar. Und vor allem spürt der Mensch selbst auch, wenn sein Körper nicht mehr genügend versorgt wird mit verschiedenen Dingen, mit Sauerstoff, mit der Wärmehaushalt nicht gewährleistet wird. Das heißt, auch da wieder macht es Sinn, es ist wichtig, dass der Mensch am Lebensanfang relativ leicht auch wieder aufwachen kann, wenn er zum Beispiel friert oder überhitzt ist. Und genau das stellt die Natur dem Menschen zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier ganz viele Hirnaktivität. Und da wir ja wissen, das wissen wir aus der EHA, dass sich Vitalzeichen mit Menschen, mit denen man zusammen ist, synchronisieren, heißt das auch, dass sich die Schlafzyklen synchronisieren. Das heißt, auch die Eltern verbringen mehr Zeit in diesen Integrationsschlafphasen, was ja auch wieder Sinn macht, weil sie eine wahnsinnige Lebensumstellung zu meistern haben. Also an und für sich, es wäre eine schlechte Nachricht, wenn am Lebensanfang Anfang viel regenerativer Schlaf stattfinden würde. Das heißt, ja, der Schlaf ist aktiver, mehr leichte Schlafphasen, pulsatorisch dennoch. Es gibt auch diese regenerativen Phasen, aber sie sind anders wie in späteren Lebenszyklen. Es ist immer wieder so ein schöner Gedanke eigentlich. Also man nennt das ja auch Entwicklungsschlaf oder so, diese REM-Phasen, so dieses Potenzial ja auch, dass eben im Schlaf die Hirnentwicklung auch stattfinden kann. Und ich finde die Idee so schön, dass gerade so in dieser frühen Eltern-Kind-Zeit eben gerade auch aufgrund dieser neuronalen Voraussetzung eben Eltern und Kinder sich weiterentwickeln dürfen. Also man ist irgendwie in dieser Phase. Wenn das alles so läuft, wie es denn soll, ist man eigentlich so offen für Veränderung wie nie. Also so plastisch für neue Wege, für neue Schritte, für Entwicklung, auch als erwachsener Mensch. Und ja, das gefällt mir irgendwie so, dieser Aspekt. Ich finde genau das, was du auch nochmals
hier so hervorgehoben hast, so bedeutend, weil es genau den Eltern auch ermöglicht, so alte, eingefahrene Prägungen werden durch diese erhöhte neuronale Aktivität einfach auch leichter verändert. Und ich glaube, das ist mit der Grund, wieso es uns so am Lebensanfang mit Kindern leichter fällt, auch eigene Lebensmuster zu verändern. Also diese Fenster schließen sich dann wieder, kommen wieder, aber wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, sich darüber zu freuen. Ja, umgekehrt kann man ja sich dann fragen, was passiert bei Schlafmangel. Also es gibt ja auch so Vergleiche von irgendwie Anzahl Biere, die man getrunken hat, im Vergleich zu Anzahl Schlafstunden, die einem fehlen. Also dass das gar nicht so physiologisch nicht so anders ist, ob ich jetzt einen über den Durst getrunken habe oder nicht geschlafen habe. Also dass ich auch Konzentration etc., sich das auswirkt auf ganz vieles, oder? Also die Schlaftrunkenheit sozusagen, eigentlich, wie das im Wort auch schon enthalten ist, dass man das tatsächlich auch so verstehen kann. Und was würdest du sagen? Also wie wirkt sich Schlafmangel aus und was macht das in Bezug auf die Eltern-Kind-Bindung? Also Schlafmangel hat Auswirkungen, wie du das so richtig beschrieben hast, auch als es verändert die Wahrnehmung. Schlafentzug wird ja auch als Foltermethode genutzt. Das zeigt einfach auch nochmals, wie existenziell schon auch dieser Schlaf ist auch und wie sehr wir das brauchen. Und ich glaube, wir haben hier ein grundlegendes Problem, das einfach auch kulturell verankert ist, weil wir leben einfach in einer Optimierungsgesellschaft, schneller, höher, weiter. Und diese Pulsation im Laufe von 24 Stunden, und ich glaube, es ist so wichtig, dass man diese Ruhephasen nicht nur auf diese Nacht beschränkt, sondern dass man den Bogen und den Blick einfach weiterspannt und wirft. Das bedeutet eigentlich, der Mensch hat auch im Wachzustand, der Mensch hätte im Wachzustand auch das Bedürfnis nach regenerativen Wachzuständen. Also nicht nur nach aktiven Wachzuständen des Tuns und des Machens und des Leistens, sondern wirklich auch dieses Bedürfnis nach Ruhe. Ich finde, in der EEH haben wir dieses Prinzip der Pulsation, was das so schön verdeutlicht. Also diese In-Stroke-Bewegung, diese Bewegung hin zu mir, in dieses Verdauen, in dieses auch Ruhen, den Körper im Moment auch die Ruhe zu gönnen, um dann wieder in eine aktive Wachphase reinzugehen. Und wenn wir das so anschauen, gerade auch bei Eltern am Lebensanfang, dann ist es einfach Fakt, dass es oft sehr schwierig ist. Das sind manchmal äußere Umstände, die es schwierig machen, aber auch manchmal innere Zustände, die es den Eltern erschweren, in diese Ruhe reinzukommen. Das heißt, wir finden ganz oft gerade am Lebensanfang Eltern, die in einer hohen Alarmbereitschaft sind und das Körpersystem einfach im Wachzustand nicht zur Ruhe kommt. Und ganz viele Eltern beschreiben, wenn man so ein bisschen nachfragt, gerade wenn sie mit einem Schlafthema zu uns in die Begleitungen kommen, beschreiben ganz viele Eltern, dass wenn das Kind schläft, endlich dann schläft, dass sie selbst oft ganz lang nicht in den Schlaf finden, weil das System, das Körpersystem so in dieser Anspannung ist. Und wenn es dann endlich mal ein bisschen runtergefahren ist, wacht das Kind schon wieder auf. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen unsere Sichtweise verändern, so nicht so, dass eben dieses Problem Schlafen des Kindes also sehr in den Fokus zu stellen, sondern mehr auch zu schauen, okay, wie können wir auch diesen elterlichen Organismus
auch immer wieder in eine gute Pulsation bringen, damit der Körper überhaupt diese Fähigkeit erhalten kann, in diesen Ruhezustand reinzuwechseln. Und das hat jetzt nicht allein mit dem kindlichen Schlaf zu tun. Und meine Erfahrung ist, und ich bin mittlerweile mit dem Thema ja wirklich, wirklich lang unterwegs, es erschrickt mich manchmal, weil ich mittlerweile über 20 Jahre mit dem Thema unterwegs bin. Denke ich, oh Gott, ich bin alt geworden. Also, aber das Thema wird nicht alt. Das ist so spannend. Ich habe mir irgendwann gedacht, ich habe dazu nichts mehr zu erzählen, weil die Leute das jetzt alles wissen. Aber das ist nicht so. Das Thema ist immer noch aktuell, dieses kindliche Schlafthema. Auf was ich aber kommen wollte, das, was schon eindrücklich ist, ich in all diesen 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, habe ich wirklich wenige Kinder erlebt, die wirklich einen Schlafmangel hatten. Es gibt manchmal Kinder, die wirklich auch einen Schlafmangel haben, wo der kindliche Körper eben auch nicht in diesen regenerativen Schlaf sich fallen lassen kann. Da ist ja auch die Frage, wieso? Wieso stellt das der Körper nicht mehr zur Verfügung? Das ist so eine spannende Frage. Das, was ich aber seit mehr als 20 Jahren tagtäglich in meiner Arbeit erlebe, ist, dass die Eltern einen Schlafmangel haben. Und ich glaube, das hat eben ganz viel mit, ja, mit unserer Zeit, wie wir leben, zu tun, mit dem Anspruch, mit dieser Optimierung auch als Eltern, das Beste tun zu wollen, immer diesen Blick auf das Kind zu richten. Ich glaube, das hat ganz viel mit so vielen unterschiedlichen Facetten zu tun. Und ja, das macht es für die Eltern oft schwierig. Fakt ist, und das möchte ich an dieser Stelle einfach auch sagen und ich meinen Eltern gründen und auch den Eltern, die zu mir kommen, betone ich das immer wieder. Das Leben mit einem Kind in den ersten 2, 3 Lebensjahren, wenn man dem auch gerecht werden möchte, so dem kindlichen Bedürfnis, dem eigenen Bedürfnis, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Punkt. Da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich glaube, das ist einfach eine Realität, die anerkannt werden will, was Eltern da leisten. Und ich glaube, wir brauchen da mittlerweile auch ein Gesellschaftssystem, das das anders trägt, diese Elternschaft. Finde ich total wichtig, weil dass man das auch benennt und nicht gutes Elternsein ist gleich, es ist leicht und es flutscht alles und das Kind braucht nichts und. Also das finde ich total wichtig, also dass man auch sagen darf, es ist eben einfach anstrengend und es gibt bessere und schlechtere Tage und darf aber, es dürfen gute Gefühle dominieren, so in dieser ganzen Geschichte. Und es darf uns auch gut gehen. Aber wir dürfen auch mal stöhnen, dass es eben auch nicht so gut läuft und das auch einfach anerkennen, finde ich total wichtig. Ich glaube, da haben wir mit der emotionellen Ersten Hilfe so ein schönes Werkzeug, weil auch mit diesen unschönen oder unliebsamen Gefühlen, wenn wir da in Kontakt kommen, die Gefühle in uns, wenn wir eben dann mal unausgeschlafen und ungeduldig sind, auch mit denen einen Umgang zu lernen und auch mit dem, was das Kind uns manchmal zeigt in seinem, ja, in seiner Herausforderung des Wachsens auch so. Da auch, wie können wir dem begegnen, eben ohne dass es uns so viel Kraft kostet und so aus der Bahn wirft. Das sind echt coole Werkzeuge aus der EHA. Genau. Und was ich jetzt auch noch so aufgegriffen habe, es finde ich auch ein interessanter Punkt. Ich kann das irgendwie bestätigen, dass wirklich, also die Kinder, also eben diese Frage, sind Kinder wirklich im Schlafmangel, zum Beispiel, wenn sie weinen? Also das vermischt sich ja auch total. Ich erlebe das auch so, dass ich die gar nicht in dem Sinne übermüdet erlebe oder irgendwie. Wenn manchmal Eltern auch die zählen ja quasi die Stunden, wo das Kind irgendwie tief schläft und kommen dann auf irgendwie 6 Stunden und rechnen sich aus, na, das sollte doch in dem Alter etwa 20 Stunden oder wie auch immer, wie viel auch immer schlafen und so machen Eltern die Rechnung und interpretieren da dann das Weinen zum Beispiel rein, oder? Und das ist aber auch meine Erfahrung, dass
die Kinder oft irgendwie auf ihre Schlafstunden, Minuten, Regenerationsmomente auch kommen und dass da natürlich oft ganz andere Themen dann im Feld wirken, wie zum Beispiel halt, dass sich diese Anspannungszustände übertragen, dass vielleicht eine belastende Geschichte wirkt, was auch immer. Da sind wir ja eigentlich in unseren Kompetenzen eben sehr stark in der EEH. Und ich glaube, das gibt mir vielleicht auch so ein bisschen die Überleitung jetzt nochmal in dieses eigentliche Thema des Abends. Also auf diesen Kompetenzen, die wir haben in der EEH, begründet sich ja bei uns in den Lehrgängen auch diese Schlafkompetenz, die wir erlernen. Wenn wir jetzt das so ein bisschen vergleichen mit so anderen Schlafberatungsprozessen oder das mal so betrachten, dann diskutieren wir immer wieder viel im Feld. So, okay, wir haben eigentlich eine super Basis, da kommt das Schlafwissen dazu. Trotz alledem ist so ein bisschen die Erfahrung, dass sich die Leute oft nicht fit fühlen, in dem Thema wirklich so zu begleiten, dass sie das Gefühl haben, es fehlt ihnen noch an Wissen oder da weiß ich zu wenig darüber. Und im Gegensatz dazu gibt es ganz viele Schlafcoaching-Ausbildungen, Schnellausbildungen auf dem Markt. Das ist im Moment auch ein Trend. Die oft dann sehr hoch gewichtet sind in dem Thema und die auch ihre Berechtigung haben auf ihre Art und Weise. Die machen das auch gut. Die Frage ist vielleicht mehr so in unserem Feld, wieso trauen wir uns das nicht so zu und wieso ist das nach außen nicht so sichtbar, dass wir das auch können? Und es würde mich mal interessieren, was du so dazu denkst, so zu diesem Trend. Ja, du hast jetzt mehreres angesprochen. Soll ich vielleicht zuerst ein bisschen zu diesen Schlaftrends ein bisschen was sagen oder gehe ich eher auf deine Frage ein, was interessiert dich prioritär mehr? Ja, geh Sowieso. doch mal vielleicht zuerst auf diesen Trend der Ausbildungen, dieser Schnellausbildungen und dann machen wir doch noch mal so die Brücke zur EEH. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da nicht zu schnell darüber hinweggehen. Ja, ich finde das schon wichtig auch und ich habe, dass man da auch hinschaut und ich glaube auch generell auch wirklich ein Stück genau schaut, was bieten denn Schlafberatungsprogramme an. Und ich war lange Zeit eigentlich überrascht, dass dieses Feld der Schlafberatung so lange nicht bestellt wurde. Also es gab so diese Schlaftrainingsprogramme, klassisch so dieses jedes Kind kann schlafen lernen, das ja so in den 80, Mitte der 80er Jahren von Ferber, von einem Kinderschlaflaborleiter in Boston in den USA gegründet worden ist. Das war lang verbreitet. Ich habe mich oft gewundert, wieso da nicht mehr Leute so ein bisschen auch aufspringen auf diese Schlafberatungsthemen. Und ich habe so das Gefühl, gerade mit der Pandemie hat das nochmal so einen richtigen Schub gemacht. Und wenn ich so, ich habe viele Schlafcoaches, Schlafbegleitungsprogramme auch mir näher angeschaut. Und es gibt viele Programme oder viele Begleitungsformen, wo ich auch sehr dankbar bin, dass es sie gibt, gerade die bedürfnisorientierten Ausrichtungen. Das heißt, die stellen sehr dieses kindliche Bedürfnis auch ins Zentrum. Das heißt, da wird das Kind einfach auch mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen und abgeholt. Und ich glaube, das hat sehr dazu beigetragen, auch dass dieses Wissen um die kindliche Schlafphysiologie gesellschaftlich jetzt zumindest ein bisschen mehr Verbreitung findet. Also ich finde, das war auch ein sehr guter, eine tolle Wirkung und ich bin dankbar für diese Art der Schlafbegleitungsprogramme. Die gibt es in Österreich, es gibt in der Schweiz eine Begründerin. Und
finde, die machen tolle Arbeit. Allerdings, und das, was schon dieses Wort Bedürfnisorientierte beschreibt, sie stellen sich natürlich so sehr auf die Seite des Kindes auch und so, was braucht das Kind und wie kann man diesen kindlichen Bedürfnissen gerecht werden. Wir haben auf der anderen Seite und in diese zwei großen Kategorien, in diesen zwei großen Kategorien kann man diese ganzen Schlafbegleitungskonzepte auch ein Stück unterteilen. Das eine, das eben dieses kindliche, bedürfnisorientierte und das andere sind eben diese Schlaftrainingsprogramme. Das sind im Grunde Konditionierungsprogramme, wo einfach das Kind für eine gewisse Zeit sich selbst überlassen wird, wo praktisch auf seinen Ausdruck nicht reagiert wird. Und wo so quasi empfohlen wird, die Kinder weinen zu lassen, schreien zu lassen. Mir ist es immer wieder so ein großes Anliegen, auch zu differenzieren, was bedeutet für uns in der IH ein begleitetes Weinen und was bedeutet dort ein Weinen lassen des Kindes. Und das ist ja wirklich diese Zuwendung einer Fürsorgeperson, wird diesem Kind in dem Moment auch ein Stück untersagt. Und dadurch lernt das Kind, und das ist ja auch das Ziel, dass praktisch auf sein Rufen niemand reagiert. Und es ist eine Frage der Zeit. Und wenn man auch die Resultate betrachtet, führt es von außen betrachtet zu einem Erfolg. Es ist eine Frage der Zeit und des Durchhaltevermögens des Kindes, bis es irgendwann resigniert und aufgibt und einfach auch weiß, auch wenn ich mich ausdrücke in meiner Not, es wird keine Antwort darauf geben. Und darauf setzen diese Schlaftrainingsprogramme, werden auch in der, kommen eigentlich aus der Tierdressur. Das ist ein sehr ähnliches Prinzip. Es gibt da viele Schlaftrainingsprogramme, die recht sanft daherkommen, aber wenn man da ein bisschen genauer reinschaut und auch hinterfragt, dann haben sie dieses Prinzip zugrunde. Ja, das kann jetzt Sanddurm-Prinzip heißen oder wir haben viele Namen, ich will die auch gar nicht alle erwähnen. Aber der Kern ist diese Konditionierung des Kindes. Das heißt, das Kind lernt, ich muss alleine zurechtkommen mit meiner Not. In einem Zeitalter, wo es eigentlich eine Koregulation brauchen würde. Und gerade dieser Schlaf und dieses in den Schlaf hineingehen, ist ja immer wieder eine Übergangsphase, ein sich fallen lassen, ein mich vertrauensvoll hingeben, dass ich auch wieder aufwache. Und das ist genau das, wieso es auch so vulnerabel ist, auch für die Kinder, wenn sie in diesen Übergangsphasen so früh einfach allein gelassen werden. Nichtsdestotrotz, also sind diese zwei Konzepte, die man so im Groben gegenüberstehen stellen kann. Und wir finden wenige Konzepte, die genau dieses bei, also sowohl auch die elterlichen Bedürfnisse als auch die kindlichen Bedürfnisse so mit reinholen. Und vor allem auch dieses Schlafen des Kindes einfach in seinem Gesamtkonzept im elterlichen und kindlichen Erleben mit einbezieht. Das hat kein Konzept sonst. Und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, das wir in der IH haben, worüber wir einfach ein wunderbares Instrument haben, weil es beschränkt nicht den Blick eben auf diesen Moment des Schlafens, sondern wir halten den Blick weit, zu schauen, was passiert denn sonst? Und das ist auch gleichzeitig das, was es vielleicht, und da knüpfe ich jetzt nochmals an die zweite Frage, die du gestellt hast, an, das ist vielleicht auch das, wieso sich manche in der Reha-Begleitung sagen, ja, da bin ich nicht so spezialisiert drauf. Nein, wir sind nicht spezialisiert auf einen Themenbereich, weil unser Blick weitergeht. Aber wir haben unheimlich wertvolle Tools, die genau diese Themen aus diesem weiteren Blick angehen. Und dass da manche Leute viel Geld mit dir solchen Schlafbegleitungsprogrammen machen, das ist einfach nur traurig, weil eigentlich die Not der Eltern hier extrem ausgenutzt wird. Also da kann ich echt wütend werden, wenn ich da manche Pakete so sehe, die angeboten werden. Das ist echt, das finde ich echt nicht lustig. Ja, das denke ich auch. Das finde ich auch teilweise sehr. Sehr, ja, irgendwo erschütternd, oder so, so diese,
Wenn es funktioniert, super. Aber was ist mit all denen, die vielleicht das alles, die dann auch trotzdem auch anstehen? Ja, kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, so zu der, der Frage vielleicht, warum das Thema Schlafen bei uns so spät kommt im EHA-Lehrgang und wie du so die Basis, die wir haben, die wir aufbauen eigentlich in Phase 1 und fast bis zu Ende Phase 2 verstehst, als eben als Basis für das Arbeiten auch mit den Schlafthemen. Sehr gerne. Wir diskutieren ja sehr viel auch im EHA Europa-Team, weil natürlich dadurch, wenn wir mit Familien arbeiten, ist dieses Schlafthema omnipräsent. Also das wird uns in jeder Begleitung irgendwie irgendwann mal begegnen. Egal, ob wir diesen Schlafworkshop jetzt schon gemacht haben oder noch nicht. Und deswegen natürlich oft auch von den Teilnehmerinnen die Frage, ja, wieso nehmt ihr dieses Thema nicht früher rein? Und wenn man so diese Schlafdynamik mal betrachtet, welchem Feld kommen wir da rein als Begleiterinnen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wir kommen da ja meistens rein in eine emotionale Dynamik von Erwartung. Eltern haben die Erwartung, ihr Kind sollte besser schlafen. Das ist so diese Erwartung ans Kind. Schlaf du besser, damit es mir besser geht. Also diesen Blick sehr in der Orientierung im Außen und verknüpft mit Enttäuschung. Also mein Kind entspricht nicht dem, was ich mir erwartet habe. Und darüber kann ich nicht die Mutter oder der Vater sein, der ich gerne wäre. Also wir haben es mit Enttäuschung zu tun, Erwartung, Enttäuschung und ge gepaart mit eben einer Not. Ich habe zu wenig Schlaf und ich habe so das Gefühl, Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Also es ist so, die Eltern, manche Eltern, die zu mir kommen, lösen in mir wirklich ganz stark diesen Helferimpuls aus. So ich muss denen eine Lösung in die Hand geben, weil es einfach so spürbar ist, wie die Not ist. Und was wäre, wenn wir diesen Schlafworkshop jetzt nach vorne verschieben würden? Es würde sehr diesen Teil nähren, von dem wir sehr oft kommen aus unseren Helferinnenberufen. Nämlich, wir geben eine Lösung, wir lassen uns in den Sog der Erwartungen mit reinziehen. Wir wollen natürlich nicht enttäuschen und den Eltern mitteilen, dass wir diesen Wunsch oder dieses Anliegen nicht bedienen können. Das heißt, die Versuchung wäre groß. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir da von unserer eigenen Haltung her anders an das Thema rangehen und dadurch auch ein anderes Verständnis entwickeln können zu den Inhalten, die wir dann in der Phase 2 am Ende dann auch vermitteln können, weil sie auf ein anderes Feld fallen, wo Dinge dann komplexer wahrgenommen werden können. Und es ist nicht, um die Leute da hinzuhalten, sondern wirklich mehr auch mit einem anderen Blick drauf zu schauen. Es ist sonst wirklich die Gefahr, dass man so wie viele Beratungsprogramme einfach laufen, so reinrutscht. Das, glaube ich, ist auch auf der anderen Seite, das, wieso dann viele so sagen, ja, okay, ich muss mich da jetzt nicht als Schlafberaterin hinstellen. Aber ja, nochmals, ich kann nur sagen, gerade weil wir diesen Hintergrund haben, wo unsere Ausbildung nochmals auf ganz anderen Elementen einfach aufbaut, haben wir also ein kraftvolles Werkzeug. Ich würde gerne so ein paar Themen jetzt aufnehmen, die wir in Bezug auf das Thema Schlaf auch in der EHA mit ansprechen. Und ich finde das wichtig auch für euch alle, dass ihr das nochmal auch bewusst habt, was ihr da eigentlich auch zur Verfügung habt. Als erstes Thema, was ich da aufgreifen möchte, ist vielleicht auch nochmal eine ganz spezielle Erwartung. Du hast jetzt von Erwartung gesprochen, in Bezug auf Schlaf. Also es gibt ja so eine Erwartung, dass Babys geborgen und zufrieden einschlafen sollten, oder? Und wie
Wir Fachfrauen wissen alle, dass das oft nicht so ist. Also dass in diesem Thema Schlaf wir auch oft mit dem Thema Weinen zu tun haben und so diesen Bogen zu begleiten eines Kindes, das vielleicht nochmal so eine Sympathikuswelle mitschwingt und dass natürlich unser Kernthema Weinen. Beziehungsweise vielleicht von Elternseite her das Vermeiden der Weinprozesse extrem nah gekoppelt ist mit dem Schlafthema. Also, dass viele Eltern so ein Stückchen Weg gehen und dann wieder, dann, wo das Kind vielleicht in ein Gefühl kommt oder so, einen Schritt zurückgehen, vielleicht wieder Stimulation anbieten oder sich umentscheiden, eigentlich da, wo es vielleicht auch mal so eine Zuversicht braucht für das Kind, hey, du kannst jetzt einschlafen und ich bin da und du hast alles, was es braucht, etc. Und in der Arbeit mit den Eltern ist meine Erfahrung, dass das natürlich verwandte beziehungsweise gekoppelte Themen sind und dass das eine ohne das andere anzuschauen oft fast nicht geht. Also deshalb die Frage an dich, was meinst du dazu? Was ist deine Erfahrung? Ich finde, du hast ganz vieles bereits so auf den Punkt gebracht, auch dieses Schlafen und Weinen, diese Unruhe vor dem Einschlafen ist eng gekoppelt eben mit diesen ganzen Schlafdynamiken. Und das Kind sollte so friedlich, so diese ganzen Hochglanzbroschüren vermitteln das ja auch und auch die ganze Werbung zu den Babyprodukten. Produkten. Also wenn man da schaut, welchen Markt es da gibt, wird genau das auch so suggeriert. Also so sollte ein Kind schlafen, so geborgen, friedlich, liebevoll, mit einem Lächeln im Gesicht, schläft es dann und gibt sich dem Schlaf hin. Aber das ist nicht das Leben, das ist nicht die Realität. Und dieser kindliche Ausdruck, auch dem auch so dieses Ja zu geben und auch zu sagen, hey, das Kind hat vielleicht zu erzählen, gerade weil es müde ist und eben auch diese eigene Regulationsfähigkeit, die eh schon so viel Koregulation benötigt, auch nochmals heruntergefahren ist. Und das Kind möchte da auch nochmals was loswerden, eine Anspannung auch, wie es erfahren hat und bräuchte eben ein Gegenüber und das auch mit dem Herzen hören kann und dieses Ja hat zu dem, was es mitteilen möchte, über das Weinen, manchmal auch über die Wut, manchmal auch über alle Verzweiflung. Das sind einfach Übergänge. Und dadurch, dass es Übergänge sind, Conny, du bist da Expertin auf diesem Gebiet. Was ist der größte Übergang, wenn wir uns die Geburt anschauen? Schwangerschaft, Geburt, das sind Wahnsinnsübergangsmomente. Ja, Und das ist natürlich mein Lieblingsthema. ja, und das spiegelt sich aber ganz oft dann auch in diesen Übergangsphasen später im Leben. Und im Tag, wir haben praktisch im Wach-Schlaf-Rhythmus immer diese Übergänge. Das heißt, es kommt immer wieder so, ich muss mich eigentlich fallen lassen, hingeben, Kontrolle abgeben. Und das meine ich nicht nur für das Kind, das bedeutet es ja auch für die Eltern. Ich vertraue, dass mein Kind in den Schlaf fällt. Ich muss es nicht kontrollieren, wann mein Kind schläft. Ich gebe ihm auch diesen Raum für seinen Ausdruck, damit es mir erzählen kann, was gerade schwierig ist, auch mal irgendwo durch ein Nadelöhr durchzugehen. Das ist genau das, was sich wiederholt auch. Aber da vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, Conny. Das ist, ich weiß nicht, welche Erfahrung du dazu hast, aber diese Themen spiegeln sich darin. Also für mich ist es ein mega spannendes Thema, weil ich denke, dass wir sehr oft nach Geburtsbelastungen, dass sich wirklich so in diesem Übergangsmoment, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, ja, schon nur von einem Zustand in einen anderen mit den ganzen Themen sich hingeben, sich fallen lassen, vertrauen. Sich das zutrauen, diesen Weg zu Ende zu schaffen in diesen anderen Zustand etc., dass sich natürlich diese Geburtsdynamiken oft tatsächlich eins zu eins spiegeln und dass auch so diese
oft auch diese schwachen Bindungsmomente, wo das Gegenüber wegfällt, natürlich sich sehr oft dann in diesen Dynamiken der Abendroutine oder des ins Bett gehens oder des Aufwachen nachts oder so wiederholen, was dann wieder eine Art Besetzung ist, vielleicht von einem ursprünglichen Thema, also wo sich dann auch Belastungen eben im Hier und Jetzt aufrechterhalten durch die Wiederholung. Und ich finde schon diesen Aspekt extrem spannend, dass wir den mit reinnehmen. Also ich denke auch, da sind wir, das machen wir sicher noch mal anders als eben Beratungsprogramme, das ist klar. Und ich finde es irgendwo auch interessant, wenn eben man grundsätzlich sagen kann, in der EEH können die Themen der Nacht auch dann Themen des Tages werden. Also wie kriegen wir eigentlich so ein bisschen das, um das es wirklich geht, irgendwo fassbar und bearbeitbar in den Tag? Und wo wir dann auch mit dieser ja, unserer klassischen körper- und prozessorientierten Arbeit auch ansetzen können. Und ich glaube, wir haben ja das Potenzial auch durch unser Know-how, das wir haben, durch unsere Komplexität im vielleicht auch Denken in unserer Methode, dass wir eben Knüpfungen machen können und verdichten können und auch individuell mit Eltern herausfinden können, was passiert eigentlich? Also wo verlierst du dich, Mama? Wo verlierst du dich, Papa? Wo wird es schwierig? Was verstehen wir vielleicht da noch nicht von dem, was das Kind uns da in dem Sinne zeigt oder was es uns mit seiner Körpersprache, mit seinem Verhalten zeigt? Was haben wir Erwachsenen da noch nicht verstanden? Und dass wir da uns auch auf die Suche machen, ist für mich auch immer eine Möglichkeit, wirklich auch nachhaltig Unterstützung zu bieten. Also dass Eltern und Kinder da, dass sich was befriedet, aber dass man vielleicht auch was versteht als Eltern für spätere Begleitungen. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, weil viele Schlafbegleitungsprozesse bieten mittlerweile auch wirklich an, dass man zu ihnen nach Hause die Nacht kommt, praktisch du dringst in ihren intimen Familienraum ein. Und es ist nicht notwendig, dass wir diese Arbeit dort machen müssen. Wir können diese Arbeit bei Tag machen, weil sich die Dynamiken gerade in diesen Übergängen zwischen Schlafen und Wachen genauso auch untertags zeigen. Also dafür brauchen Familien nicht, dass wir bei ihnen zu Hause die Nacht verbringen. Also ich glaube nicht, dass irgendwelche EEH-Beraterinnen dazu Interesse hätten, aber es ist auch nicht notwendig. Eines wäre es nicht. Und ich meine, methodisch kann man auch sagen, man kann auch mit Visualisierungen zum Beispiel Situationen aus der Nacht anschauen. Das funktioniert ja auch und bestenfalls eben die Themen greifbar machen am Tag. Und ich meine, im Prinzip ist es gerade so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema. Also wenn jetzt Schlafberaterinnen nach Hause kommen, dann sitzt man mitten in der Paardynamik. Also ist ein weiterer Punkt. Also viel, oder meine Erfahrung, viele oder die meisten Schlafproblematiken haben auch stoßen eine Paardynamik an, ich sage es jetzt mal so. Also dass vielleicht ein Partner möchte, dass man strenger ist und die andere Seite möchte es bedürfnisorientiert oder so. So kollidiert das relativ schnell. Oder jemand ist für Familienbett und jemand ist für Kinderzimmer oder etc. Und ich finde, diese Dynamik, die sich da zeigt, die darf sich auch zeigen. Es ist auch wichtig, dass das Platz hat. Und ich würde auch sagen, das können wir in der EEH begleiten. Auf eine Weise, wo wir keine Party machen, weil das hat man ja vielleicht nicht unbedingt bestellt, wenn man mit seinem Kind
in eine Schlafberatung geht. Und trotzdem ist es ja wichtig, dass wir ein bisschen verstehen, was ist vielleicht der Wunsch, wo sucht, beziehungsweise wo ist der Leidensdruck von jedem Einzelnen und wo kollidiert es und wie kriegen wir die Eltern mehr in ein Miteinander arbeiten als gegeneinander arbeiten, vor allem wenn alle entnervt sind. Was ist so deine Erfahrung dazu? Ja, es ist sehr komplex, also gerade was die Paarbeziehung anbelangt. Und da fallen mehrere, treffen mehrere, kollidieren mehrere Dynamiken aufeinander. Einerseits sind es so, das, was du schon angesprochen hast, so diese unterschiedlichen Vorstellungen auch der Erziehung des Kindes, die in dem Moment, wo das Paar Eltern wird, einfach sich nochmals anders zeigen, weil dadurch, dass die Eltern selbst durch diese große Lebensumstellung ja auch in ihrer Regulationsfähigkeit sich erst wieder einfinden müssen, auch wieder Boden unter die Füße bekommen müssen, zeigen sie sich als Eltern oder sie lernen sie das Gegenüber nochmals anders kennen. Und nackter kennen, ich würde wirklich sagen, nackter kennen, weil du Seiten an deinem Partner, an deiner Partnerin findest, die du vorhin gar nicht erahnt hättest, weil immer natürlich auch mit der Geburt eines Kindes auch deine eigenen Kindheitsthemen mit an die Oberfläche kommen. Ob du willst oder nicht, ob es dir bewusst ist oder nicht, die hast du im Feld. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, jeder Mensch, der irgendwo dazukommt, verändert natürlich eine Dynamik, eine Rhythmik, ein eingespieltes Sein. Also kommt in das Paarleben jetzt eine Persönlichkeit hinzu, sind alle gefordert, einen neuen Platz zu finden. Passiert mit jedem Kind dann immer wieder aufs Neue. Das heißt, gerade diese Elternschaft vom Paar zur Elternschaft ist für die Paardynamik allein eine Riesenherausforderung. Und ein nächster wesentlicher Punkt, und ich glaube, wir müssen da auch in der emotionellen ersten Hilfe einfach auch das viel mehr mit dem Blick haben, ist die Sexualität. Und die Sexualität ist eng mit dem Schlafen und zu Bett gehen verknüpft. Und ich möchte das anhand eines Beispiels oder beschreiben. Eine liebe Freundin von mir, mit der habe ich vor 20 Jahren so meine ersten Gruppenerfahrungen gestartet, eine sehr wertvolle Weggefährtin, ist, als sie das erste Mal schwanger war und dann auch das Kind geboren hatte, waren sie dann das war circa nach 9 Monaten, 10 Monaten, wo sie erstmals abends mit Freunden eine Pizza essen waren. Und dann haben wir so geredet und wie geht's euch so und wie schläft der Kleine? Und meine Kollegin, Mutter von diesem Kleinen, hat geantwortet, ja, schläft gut. Ja, wo schläft er denn? Schläft er in seinem Zimmer schon? Klassische Fragen, schläft er schon durch? Kennen Eltern? Und sie hat geantwortet, nein, nein, der schläft bei uns im Bett. Und dann sagte der Freund, also der Kollege, zu ihrem Partner, oh, dann wird es mit eurem Sexualleben wohl nicht so gut ausschauen, wenn der noch immer in eurem Bett schläft. Und meine Kollegin, meine Freundin hat gekontert, naja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber habt ihr keinen Küchentisch zu Hause? Ich finde, das hat sich wirklich zugetragen, wie sie mir das erzählt hat. Ich fand das so auf den Punkt gebracht, weil mit der Geburt eines Kindes verändert sich die Sexualität, auch das Ganze. Es ist einfach dadurch, dass die Frau dieses Kind gebärt, verändert sich dieser gesamte Scheidenbereich. Und es ist ein neues sich kennenlernen und auch finden, auch der Vater, der dem beiwohnt, erlebt Sexualität nach einer Geburt anders. Und sehr häufig ist auch dieses Sexualleben, bis das Kind geboren wird, sehr auf das Bett oft reduziert. Und das Kind wird da oftmals zum Eindringling in dieses Sexualleben des Paares. Und das kann sowohl die Mutter als auch den Vater betreffen, dass sie so das Gefühl haben, dass ihr Bedürfnis nach Körperkontakt
auf partnerschaftlicher Ebene, auch auf Sexualkontakt, einfach nicht mehr genährt wird. Und das macht oft Frust. Und das geht aber so in diesem Wahnsinn des Familienalltags, hat man noch gar nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Und diese Dynamiken fließen alle so unbewusst in dieses Schlafthema des Kindes mit ein. Und ich finde es deswegen so wichtig, nicht nur beim Schlafthema, sondern generell einfach die Eltern als Paar viel mehr in den Beziehungen aktiv einzuladen. Es findet gerade bei den Vätern, erlebe ich seit einigen Jahren, einen Haltungswechsel in der Vaterschaft. Die wollen anders auch aktiv mit drinnen sein. Und ich erlebe es immer wieder auch bei Beraterinnen, so ein bisschen die Hemmung, Väter mit reinzunehmen. Oh Gott, wie mache ich das? Und dann kommt auch noch eine Paardynamik. Aber im Grunde gibt es oft genau den Raum, den Eltern auch brauchen, um das, was so in der Luft liegt und im Feld unausgesprochen liegt, einfach auch mal zu benennen, über eine neutrale Person und die Gespräche über diese neutrale Person laufen, damit sich auch die Paare wieder hören können in ihrer Not, in ihrem Erleben. Und wenn man das ermöglicht, dann zeigt sich oft im Bedürfnis dahinter die gleiche Essenz. Das heißt, es ist oft so dieses Gefühl von Alleinsein, von sich nicht mehr geliebt zu fühlen vom Partner, nicht mehr wertgeschätzt zu fühlen. Und das verbindet dann wieder so. Und es braucht dafür keine jahrelange Paartherapie. Also es braucht manchmal einfach nur in diesem komplexen Kuddelmuddel drinnen so ein bisschen, okay, aha, da sind wir unterwegs. Und okay, da stehen wir gerade. Und da brauchen wir vielleicht einfach einen Moment Zeit, um uns auch als Paar neu zu finden. Und welche Räume gibt es vielleicht auch neu in der Sexualität? Und ganz oft ist diese Sexualität so beschränkt auf diese Abendzeit, dann endlich diese Stunden zu zweit. Und das auch diese, einfach das mal neu zu denken, auch wo kann Sexualität auch für das Paar auch anders gestaltet werden. Und ja, ich finde es da immer wieder spannend, wenn man sich da so reinwagt in den Begleitungen. Und wie kreativ die Eltern sind und wie entlastend das für die Kinder ist und wie viel Durchatmen das für alle Beteiligten bringt. Ja, ist jetzt ein Thema, so auch, aber gerade dieses Sexualitätsthema ist ganz eng mit dem Schlafen verknüpft und ja. Oder umgekehrt, also ich ergänze noch was, finde ich auch immer noch interessant. Wo gibt es vielleicht auch mal einen Raum, der nicht gleich in Sexualität endet, aber wo es Berührung gibt, wo es Kuscheln gibt, wo es Kontakt gibt. Also das erlebe ich auch immer wieder, dass Frauen dann gerade, also so lieber ganz Distanz, also nicht sicher sein, wo mag ich denn schon hin oder nicht. Und das ist manchmal auch so eine Neuausrichtung, oder? Und wie kann ich mich da auch treten. Wirklich ein Neufinden auch auf körperlicher Ebene, sich neu körperlich auch zu kennenzulernen. Und das hat nicht immer den Sexualakt primär zur Folge, sondern wirklich einer. Frauen sagen auch, ich bin eigentlich ich übersatt von Kontakt und es reicht, ich brauche nicht noch mehr, aber trotzdem. Also es ist, finde ich, ein wichtiges Thema. Und eben, ich erlebe das auch oft sehr schön, wenn man das schön formuliert, so die in der Not eigentlich von beiden auf der Bedürfnisebene, oft ist es der gleiche Nenner, wo beide sind und das verbindet und dann gibt es Schulterschluss und dann gibt es vielleicht auch so ein Gefühl, hey, wir sind Eltern von und nicht, wir lösen uns ab und eigentlich ist es jedem zu viel. Und wir haben ja das letzte Mal viel gesprochen, als wir zusammen waren, auch so. Das ist wie so ein bisschen dran, auch die Vaterseite ein bisschen mehr reinzunehmen in unsere Arbeit. Ganz grundsätzlich ist immer noch so ein bisschen unterversorgt und da hat sich tatsächlich viel verändert, was super schön ist. Ja, unbedingt. Ja, sehr spannend. Gut, also da einfach Mut, dass da auch, ich glaube, dass da auch so diese individuellen Themen, Belastungen, Leidensdrücke,
wie sagt man das auf Hochdeutsch, drücke, drucke. Nein, weil ich Keine Ahnung. weiß nicht, ob es da die Mehrzahl gibt, aber den Buchstaben, also. Ist mein Schweizer Defizit, aber ist ja egal. Nein, aber dass man das auch, dass man da sich hinbewegt und dass man so ein bisschen zwischen den Partnern moderiert und auch ist auch immer wieder ein bisschen die Gefahr, wenn ein Paar kommt mit Kind und schlafen, dass es dann, dass man dann sich vielleicht zu wenig getraut zu fragen, wirklich bei jedem Einzelnen, was ist dein Anliegen, was wünschst du dir, was ist dein Problem, was ist das, was dich belastet, ist in der Regel total anders beim einen und beim anderen Partner. Aber sie kommen natürlich mit so etwas Gemeinsamen erstmal und das dürfen wir uns trauen, das auch aufzunehmen. Ich finde, das, was du gesagt hast, so diesen Mut, sich in die Höhle des Löwens zu wagen, weißt du, weil ich meine, die Mütter, wenn sie das alleine mit uns machen, die sind ja, das ist ihre Familiendynamik, in der sie sich ja wiederfinden. Und da gibt es dann oft nicht so jemand, der, den Partner, der das mitgehört hat. Und wir haben eigentlich ganz eine schöne Haltung von unserem Ansatz her über diese Selbstanbindung, weißt du, das wertschätzend aufnehmen, was uns jemand auch mitteilt, es auch wiederzugeben, dem Partner darüber wiederzugeben, nicht in die Falle des Lösens, ich muss jetzt nicht hier diesen Konflikt lösen, sondern da auch für uns, wir als EH-Begleiterinnen, und zu erinnern, dieses Feld zu halten, auch wenn die Emotionen bei den erwachsenen Eltern gerade mal hochkommen, auch diese Wut, auch der auch einen Namen zu geben, die Verzweiflung, die Einsamkeit, die damit zusammenhängt, mit dem auch zu sein. Also es ist eigentlich nicht viel anders, wie wir sonst ja auch im Einzelnen, in der Einzelbegleitung machen. Ja, wir haben ja in unserer Arbeit ein relativ schönes Modell, also das Reflexionsmodell, was ich finde, was eigentlich ganz schön alle Ecken rund um die Schlafthemen abdeckt. Also wir haben Strukturthemen rund ums Schlafen. Wir haben also wie viel schläft ein Kind? Wie mache ich das? Wie ist das mit Essen und Schlafen und so diese Geschichten? Setting, Schlafplatz etc. Dann gibt es natürlich viele Orientierungsgeschichten rund ums Schlafen, also eben Schlafwissen über die Schlafphysiologie. Viele Eltern wissen nicht zum Beispiel, dass das Kind erst in den REM-Schlaf fällt, dann in den Tiefschlaf, also nach 20, 30 Minuten die sensibelste Phase ist, zum Beispiel ein Kind abzulegen. Also es gibt so gewisse Wissensbausteine, das ist einfach gut, weiß ich das, oder dass wenn mein Kind irgendwie die Augen offen hat und immer unruhig ist beim Schlafen, dann ist es nicht wach, sondern es ist im REM-Schlaf, in diesem Entwicklungsschlaf. Also ist nicht was, worüber ich mich beunruhigen muss, weil mein Kind immer unruhig ist zum Beispiel. Das sind so die Klassiker oder zwei der Klassiker. Orientierung. Dann haben wir natürlich die Bindungsthemen, also Nähe, Distanz, Sicherheit, Unsicherheit. Eben Kapazität für Emotionen, Zulassen von Emotionen, Halten von Emotionen etc. Das ist die wichtige Bindungsecke und dann das Thema Selbstanbindung. Also wie bin ich auch in Kontakt mit mir, wenn mein Kind sich meldet oder wenn eben so dieser Moment kommt, wo wir durchs Nadelöhr gehen gemeinsam. Was macht das mit mir? Wo kriege ich kalte Füße etc. Dass ich da ja auch bei mir hinschauen darf. Und ich finde, diese Bereiche decken so viele Perspektiven ab. Und vielleicht kannst du auch noch, ich habe jetzt schon ein paar Dinge natürlich aufgegriffen, aber vielleicht kannst du auch noch mal von deiner Seite her sagen, Barbara, wie das für dich, ob das auch ein Modell ist, an dem du dich immer wieder auch gut orientieren kannst oder inwiefern
dich das unterstützt oder inwiefern du das vielleicht auch an die EHA-Frauen weiter oder Berater, Beraterin weitergeben kannst, man sich da orientieren kann. Also ich finde unser Analyse-Dreieck, das wir da haben, genau diese drei Punkte, Struktur, Info, Bindung und eben dieses Selbstanbindungsaspekt. Ich finde das eine unheimlich wertvolle Orientierung, die wir da haben, auch zu schauen, was brauchen die Eltern, wo hakt es? Also manchmal ist es wirklich ein reines Strukturthema. Schlichtweg, dass die Eltern sagen, wir an und für sich geht es uns gut, wenn das Kind bei uns im Bett schläft, aber das Bett ist zu eng. Wir brauchen ein größeres Bett. Und das ist relativ schnell gelöst dann. Absolut. Also da sind gerade Väter immer sehr kreativ. Da muss ich immer schmunzeln, was denen da alles einfällt. Auch Mütter oft, aber Väter haben da oft so, da wissen sie, was so zu machen ist. Oder auch, es gibt auch Eltern, die einfach auch sagen, na, ich merke, ich kann einfach nicht schlafen. Ich würde gern mein Kind in der Nähe haben, aber es geht nicht. Also für mich ist ein Beistellbett einfach gut und ich gebe so die Hand rein und mache so einen Körperkontakt. Das auch ernst zu nehmen und auch hier zu schauen, hey, es ist wichtig, dass ich so in meinem Setting, in meiner Struktur auch so genügend Platz habe, dass ich auch schlafen kann, wenn ich dann müde bin. Und da gibt es ganz unterschiedliche Settings, die für Eltern und Kinder dann auch stimmig sein können. Also da auch nicht so ideologisch reinzugehen oder einfach zu schauen, was passt für diese Familie. Oder wenn ein Geschwisterkind dazukommt. So, das sind so die klassischen Fragen. Oder wie macht man den Übergang ins Kinderzimmer? Wie kann man das gestalten? Das ist dann das Setting. Infoecke, ganz klar ist, manche Eltern sind einfach verunsichert, weil sie gerade auch im Umfeld oft sehr viel Kritik bekommen, wieso das Kind sollte doch längst schon durchschlafen, es ist schon 6 Monate alt, jetzt wacht es immer häufiger die Nacht auf. Das kann doch nur damit zu tun haben, dass du was falsch machst. Das ist ganz oft, kommen Eltern auch mit einer solchen Haltung und die brauchen einfach nur Wissensvermittlung, manchmal Rückenstärkung. Und die gehen auch manchmal, nachdem man ihnen ganz pragmatisch ein paar Dinge einfach von der Information, von der Schlafphysiologie her gegeben hat, dann sehr gestärkt raus und die brauchen auch oft gar nicht mehr. Und dann gibt es Eltern, wo es wirklich auch, oder Familien, wo es wirklich so ein Bindungsthema ist. Ich hatte erst neulich eine Mutter, das war ganz berührend, der Kleine von ihr wird jetzt bald 1,5 Jahre alt. Und die Mutter konnte die erste Zeit, sie war so total überfordert. Sie hatte sich immer gewünscht, den Kleinen viel bei sich zu tragen, so dieses Bonding sich so vorgestellt, das Stillen, dass das gut klappt. Sie hatte eine gute Geburt, sie ist sehr kraftvoll aus der Geburt raus, war aber sehr geschwächt von diesen ganzen Pandemie-Sachen in der Schwangerschaft. Und es kam dazu, dass manche Dinge, wie er geboren war, der Kleine, war nicht ganz klar, ob er irgendeinen Defekt hat, der erst zu klären war. Und die ist so in eine Überforderung reingerutscht, die war so erschöpft, also die konnte gar nicht eine Bindung zu dem Kleinen aufbauen. Und da hat den Kleinen auch gar nicht gehört, als der wach wurde die Nacht. Also es war wirklich so, sie musste ihn schlussendlich neben sich liegen haben, weil sie nicht hören konnte. Und die kamen als Familie zu mir, die Eltern mit dem Kleinen, so auch mit dieser großen Schuldfrage, was haben wir falsch gemacht, wieso haben wir das nicht spüren können auf Gefühlsebene zu dem Kleinen. Und mit viel Traurigkeit und Bedauern auch für das, was sie nicht erleben durften. Und da auch so mehr in diese Bindungsecke zu schauen. Also es gibt uns eine gute Orientierung, das Analyse-Dreieck zu schauen, wo brennt es am stärksten gerade? Wo beginnen wir mal mit dem Feuer zu löschen, dieses Feuer zu löschen? Oft ist es eine Kombination, aber manchmal ist es auch, wie gesagt, relativ schnell geklärt. Und deswegen uns an dem zu orientieren, kann ich nur alle einladen, die das Analyse-Dreieck kennen. Es ist auf so vielen Ebenen
so wunderbar einsetzbar und gibt auch uns Orientierung. Das kann man auch mit den Eltern gemeinsam mal aufzeichnen und sagen, hey, ich höre gerade, es ist sehr komplex. Schauen wir mal, versuchen wir mal die einzelnen Dinge ein bisschen so zu sortieren, wo gehört was hin? Aha, Badewanne, okay, die hat vielleicht eine Bindungsecke. Okay, Bett zu klein, okay, Struktur, okay, Info, Verunsicherung, sollte es nicht schon durchschlafen, das Kind mit 6 Monaten? Und dann kann man sich da gut durcharbeiten. Also, schon ein gutes Modell. Und nicht vergessen, Ebene 4 in der Mitte des Dreiecks. Kinder. Ja. Ich bin gestresst. Also, Das glaube ich, ist genau der Punkt. Für mich ist das manchmal so selbstverständlich, dass ich es doch gar nicht mehr anspreche. Das ist der Punkt, der uns wirklich von so vielen anderen Konzepten unterscheidet. Diese Selbstbezogenheit und diese Selbstanbindung einfach auch in der Herangehensweise. Und das hat einerseits mit dieser Stärkung der Selbstanbindung der Eltern, dass wir sie dahingehend begleiten. Aber und gerade bei den Schlafdynamiken, diese Selbstanbindung, gerade auch für uns als Begleiterinnen, ist auch wirklich zu schauen, was macht diese Dynamik gerade mit mir? Wo rutsche ich da gerade rein? Welcher Teil triggert da in mir? Also, sind hier zwei Ebenen, die da Genau. spannend sind. Okay. Ja, ich würde gerne so den Dialog abschließen, Barbara, mit der Frage, wenn du drei Dinge nochmals herausheben könntest, die du jetzt den Zuhörerinnen für die EEH-Begleitungen, konkret für die EEH-Arbeit mitgeben möchtest. Einfach so, was ist dir am allerwichtigsten in Bezug auf das Thema Schlaf? So, was wären die drei Dinge, die du jetzt nochmal markieren möchtest für unser Publikum? Also eines kommt mir sofort und das ist wirklich ein Plädoyer an alle, die ihr hier seid, auch die draußen sind, die diesen EEH-Hintergrund haben. Zeigt euch mit eurer Kompetenz auch in den Schlafbegleitungen, macht euch sichtbar. Ihr habt mit diesen 3 Tagen Schlafen und Bindung, das sind 20 Stunden, das bietet kaum ein Konzept in der Kürze. Wir haben es eingebettet in einen ganzen Ausbildungslehrgang. Wisst um eure Kompetenzen, zeigt euch damit. Das ist mir vielleicht das wichtigste Plädoyer heute, weil ich habe so viele Eltern, die sagen, wenn ich das schon früher kennengelernt hätte, wenn ich nicht das so in diese Erschöpfung gehen hätte müssen, ich war so lange auf der Suche. Und die Eltern haben oft nicht die Zeit, zu lange zu suchen. Sie nehmen das, was sie als erstes finden. Und das ist immer nicht immer das, was sie wirklich auch stärkt und oft auch die Not verlängert. Und wirklich zeigt euch damit, geht raus, macht euch sichtbar im Feld der Schlafbegleitung. Das ist mir das Allerwichtigste. Das andere von den EH-Begleiterinnen, ihr wisst das eigentlich alles, was ich euch so heute auch erzählt habe, also alle, die die Phase 2 auch schon beendet haben. Ich glaube, das, was ich vielleicht nochmals hervorheben möchte, ist wirklich diese Schlafdynamik, dieser Sog, der uns schnell reinzieht, auch weil viele Themen damit verknüpft sind. Es sind manchmal narzisstische Anteile, die mit reinfließen, es sind Traumas, die mit reinrutschen, es ist einfach wirklich ein großes Feld, was da an Dynamik reinschwingt. Und von dem her auch da dieses Selbstanbindungsprinzip ist so wertvoll, da auch zu schauen und so in dieser zurückgelehnten Haltung bleiben und nicht auf diese Erwartung und Rettungsimpulse einzusteigen. Das ist vielleicht eines. Und nicht weniger wichtig, vielleicht so diese Lust, in diese Schlafthemen reinzugehen. Weil sie, also ich finde die Schlafphysiologie, ich finde das echt so faszinierend nach 20 Jahren noch. Wir wissen so wenig noch vom Neurologischen her.
Wir wissen, da spielen sich ganz viele Dinge im Unterbewusstsein ab, wo wir so vieles nicht wissen. Es ist so spannend, dieses Feld, auch so, was haben diese verschiedenen Schlafstadien, wie wirken sie ein Leben lang? Also ich bin einfach fasziniert davon. Und wenn man da ein bisschen reintaucht und reinliest, es macht Lust, dieses Thema macht Lust, weil man, das ist das Schöne in den EH-Begleitungen, sehr schnell eigentlich durch dieses, dadurch, dass es so ein Existenzthema ist, man kommt sehr schnell in den Kern der Dynamik, wenn man gut in der Selbstanbindung bleibt. Und zeigen sich Dinge sehr schnell, sehr klar. Die haben oft überhaupt nichts mit dem Schlafen zu tun. Und da dreht man vielleicht, wenn die Eltern dann wieder raus sind aus dem Alter, drehen die Eltern da dann nochmals 10 Runden damit, wo sie am Lebensanfang in 2 Sitzungen vielleicht dort sind. Das finde ich, macht doch Lust zu arbeiten, oder? Das macht auch Mut so für diesen Boden, den wir vielleicht schon sehr, sehr früh legen können, dass sich eben so in diesem Entwicklungspotenzial alle so ihren Weg gehen können, so am Anfang, am Start einer Familie. Ja. Da würde mich deines noch interessieren. Was würdest du denn gerne noch so mitgeben zu dem Thema? Du, also das, du hast jetzt vieles gesagt, eben mir ist so dieses Übergangsthema wichtig, also im Sinne von nochmal anders verstehen vielleicht, was da ein kleiner Mensch vielleicht auch verhandelt. Das finde ich sehr wichtig. Und ich finde es spannend, dass es im Moment gute Literatur gibt. Das, mein Sohn zum Beispiel liest jetzt ein Buch über Schlafen, musste ich schmunzeln. Why We Sleep, das ist, finde ich total schön, dass sich eine junge Generation, also der ist jetzt 22, dafür interessiert. Also, dass man unterdessen weiß, wie wichtig der Schlaf ist für die Gesundheit, für das Altern, für Demenz, für da. Und das kommt jetzt für mich auch so ein bisschen von der jüngeren Generation an mich herangetragen. So, hey Mama, weißt du das? Ja, also ich finde es ein faszinierendes Thema und ja, und ich glaube auch, hey, habt Mut, ihr könnt ganz viel und ich erhoffe mir sehr, dass wir so ein bisschen, auch wenn vieles bekannt ist, dass man nochmal so, wenn man noch mal so den Bogen spannt, vielleicht eine Bewusstheit kriegt dafür, dass man ja auf ganz viele Kompetenzen auch zurückgreifen kann, die alle so reinwirken in dieses Thema und dass wir da eigentlich wirklich in einer Komplexität diesem Thema auch begegnen können. Und ich glaube, das ist mir das Wichtigste, dass ich mir erhoffe, dass ihr mutiger vielleicht seid jetzt euch, ja, dass ihr euch vielleicht sogar freut, wenn sich die nächste Familie meldet und sagt, wir haben ein Schlafthema. Dass ihr euch einfach kompetenter fühlt. Das würde ich mir wünschen. Also, ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Danke, Barbara, für das Gespräch. Wir müssen langsam so das Gespräch beenden, damit es einfach noch ein bisschen Raum gibt für ein paar Fragen. Wir haben so noch etwa 10 Minuten bis 9, wenn jemand was fragen möchte oder wenn ihr was ergänzen möchtet, dann dürft ihr euch gerne melden oder in den Chat schreiben oder ich weiß nicht, kann man so ein Händchen hochheben? Genau unten heißt es Hand heben, wenn jemand gerne was sagen möchte, fragen möchte, gäbe es jetzt noch ein bisschen Raum. Ja. Birgit, hallo. Also ich meine, die Leute können leicht in ein gutes Schlafsetting reinwachsen, wenn die direkt nach der Geburt unterstützt werden, die Mütter mit diesem Stillen und Einschlafen. Also in diesen ersten 3 Tagen nach der Geburt ist ja dieses
emotionelle Fenster, die seelische Fenster für Lernen, sich auf das Kind einlassen, sehr groß, sehr offen. Und dann finde ich das mal total schade, wenn die das im Krankenhaus verbringen, diese 3 Tage. Dann haben die ja nicht die Intimität, um nackig mit dem Kind zu sein. Die haben nicht ihren eigenen Haushaltsrhythmus, wo man so hineintrudeln kann, weil da geht tausendmal am Tag die Tür auf und zu mit der Putzfrau, mit der Blutdruckrunde und mit sonst was allem, ne? Und dann sind die so richtig durchgenudelt, kommen am dritten, vierten Tag hier bei uns in Deutschland so ungefähr, werden die dann entlassen, kommen die nach Hause. Und sind natürlich mehr erschöpft als sonst was. Und die Kinder sind dementsprechend völlig derangiert und brüllen. Und dann ist das so schwierig, den Karren wieder auf so eine gute Spur zu bringen. Und das finde ich einfach so schade, dass das so wenig öffentliche Akzeptanz hat, dass Mutter und Kind nackig zusammengehören, dass das Kind sich überhaupt erstmal daran gewöhnen kann, dass es die Dualität von Ich und Du gibt, diese Trennung und das Gegenüber, ne? Ich versuche mal den Leuten zu erklären, das Kind hat bis jetzt 9 Monate gedacht, die Mama sei ein Körperteil von ihm, während die Mutter das Gefühl hatte, das Kind ist ein Körperteil von ihr, ne? Und diese Dualität jetzt kennenzulernen und trotzdem diese sich aufeinander einlassen und dass das Kind dann in den Takt von der Mutter ja sich einklingt, ne? Und das finde ich eben dann bei den Hausgeburten so schön. Die sind sofort an Ort und Stelle im richtigen Bett und können erstmal das Faulsein genießen. Ne? Also ich versuche denen dieses Känguruen anzudienen und schmackhaft zu machen mit, freuen Sie sich darauf, endlich mal die Erlaubnis zum Faulsein zu haben. Ne? Lassen Sie sich bedienen und in so einem Setting können die das dann leichter lernen. Und dann hat man, meine ich, auch wirklich später weniger Schlafprobleme. Ne? Und zu diesem Info gehört ja dann auch, das muss man denen wirklich klar machen, ein Durchschlafen ist schon gegeben, wenn das Kind keine Spielphase zwischendurch hat. Wenn man die Leute nämlich genau befragt, dann stellt man fest, die schlafen ja 10 Stunden durch. Dann haben die vielleicht 2, 3 Mal zwischendurch gestillt, aber ohne Spielen, ohne Tamtam, einfach weitergeschlafen. Und wenn dann die Mutter diese innere Ruhe hat, sich zu erlauben, auch selber einzuschlafen beim Stillen, da hat man denen eigentlich schon alles gerettet. Meine ich, bilde ich mir ein. Schön, so Zwei deine Freunde. Begeisterung zu hören, beziehungsweise die Empörung vielleicht für das, was manchmal einfach auch fehlt. Und Ja, das mit dem Durchschlafen, das ist natürlich so die, ich sag mal, die generelle Definition. Und was meint man eigentlich wirklich damit? Das ist ja eher. Diese Definition ist so schlichte Info und das haben die Leute nicht auf dem Schirm. Und dann sage ich da, so, jetzt können sie aber strunzen. 10 Stunden schläft ihr Baby durch, ne? Da kann keiner ihnen mehr nichts für den Ufer machen. Ja, ne? Ja, danke. Danke für deine Ergänzung, absolut. Eine Sache, die ich da gerne ergänzen möchte, weil es ist manchmal, Eltern sind verunsichert, sie haben manche Informationen nicht. Und ich bin ganz deiner Meinung auch. Es ist wichtig auch, dass wir diese Informationen vermitteln. Und da möchte ich aber ein Aber hinzufügen, weil die Falle ist, wenn wir viel wissen, dass wir mit zu viel Wissen reingehen, mit zu viel Infos in einer Zeit, wo sie es vielleicht noch gar nicht so verarbeiten können. Und dass wir schon gut immer auch schauen, wenn wir eine Information geben, auch zu sagen, hey Mama, wie geht's dir damit? Wie siehst du das? Wo stehst du damit? Weil sonst riskieren wir, dass wir die Eltern nicht dort abholen, wo sie sind. Und sondern schon uns immer wieder auch so zu schauen, wo sind sie und warum haben sie vielleicht manchmal diese Hemmung oder diese Sorge zum Beispiel, dass das Kind es beim Stillen nicht verschlafen darf. Weil das Stillen würde ja eigentlich alles zur Verfügung stellen, dass auch Entspannungsinduktion passiert, sowohl im mütterlichen wie im kindlichen Körper. Aber da auch mal nachzufragen. Und da, das ist eine große Falle, wenn wir viel wissen. Also da, Ja, also das stimmt. Ich dass weiß wir auch, dass das den guten Problem Blick haben. ist. Der Thomas und die Iris, die werden sich jetzt ins Fäustchen lachen. Aber das mache ich inzwischen natürlich auch oft, dass ich das so fantasierend mal hinstelle als Modell und dann frage ich, wie fühlen Sie sich damit? Können Sie sich vorstellen, das mal auszuprobieren? Ne? Und Ja, nicht auch nachzufragen, so ein bisschen wirklich, was sind Ihre Gedanken dazu, wenn Sie zum Beispiel das Kind nicht an der Brust einschlafen möchten? Einfach um uns auch in Ihre Verständniswelt einzubringen. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, weil ich kann vieles, was du sagst,
ganz abnicken. Und manchmal steht man so daneben und denkt sich, Gott, es wäre so einfach. Und sich da trotzdem immer wieder, okay, ich merke gerade, das macht das mit mir als Begleiterin. Ich schaue gut, wo bin ich gerade? Und dann auch so immer wieder zu schauen, Mama, wo bist du denn? Weil, wieso hast du diese Idee im Kopf, uns neugierig darauf einzulassen? Ich glaube, das wissen die meisten, aber es ist so eine Falle, in die man gerne tappen würde. Ja. Dankeschön und auf alle Fälle für diese Rückmeldung. Ja, gibt es weitere Fragen oder Ergänzungen? Hier deine Sonja Leitinger. Ja, hallo. Erstmal danke für ja, den schönen Überblick. Und ich selbst hätte jetzt einfach mal so eine Frage, was das Konzept des Eltern, des Familienbetts betrifft. Und zwar, wir leben ja in so einer Zeit, wo immer so Trends sind und bedürfnisorientiert und Familienbett und so ganz große Schlagwörter sind. Und ich stelle in der Arbeit, bin Hebamme, fest, auch bei den Nachsorgen, dass das oft so stark wirkt, dass die Frauen sich überhaupt nicht mehr nachdenken trauen, wenn das Baby ein bisschen älter ist, mit 4, 5, 6 Monaten, sich viel bewegt im Bett. Ihr eigenes Bedürfnis vielleicht nach mehr Platz oder anders schlafen, gar nicht aussprechen trauen. Und mir da oft fehlt, dass so eine Legitimität darüber nachzudenken und was gäbe es denn dann noch, eine gewisse Kreativität abgeht. Und ja, es stimmt für viele Familien, es gibt aber einige Familien, für die stimmt es nicht. Und das sind zum Beispiel die Väter total außen vor. Das erlebe ich immer wieder, dass die halt immer eigens schlafen. Und wenn man sie dann befragt oder so, geht es nicht allen dreien gut. Und ja, ich glaube, dass wir einfach vorsichtig sein müssen mit dem, was so gehypt wird. Dass das halt für Einzelne passen kann. Aber dass es nicht das allein Allerheilige ist. So. Genau. Ich finde es wichtig, was Sie sagen, ist, dass man es nicht in eine ideologische Ecke schiebt und das ist das einzig Richtige. Ich glaube, es ist gut, Eltern einzuladen, dass sie es ausprobieren dürfen. Ich glaube, dieses Ausprobieren ist ein Stück so verloren gegangen. So dieses Ausprobieren, wie ist es, wenn wir das so mal versuchen und wirklich auch zu schauen, okay, wo kann auch jeder dann auch gut damit gehen? Und das ist Leben mit, desto größer die Familie wird, desto mehr Kompromisse, immer auch ein Abwägen. Das Kind ist in der Regel natürlich nochmals jener Teil in einer Familie, das Jüngste, das einfach auch diese Koregulation benötigt. Aber da gibt es auch viele Möglichkeiten, das zu gestalten und das nicht zu so sehr in eine Richtung zu drängen. Auch, ich finde das so wichtig, weil sonst bewegen wir uns genau auf diesem Kampffeld, wo so viele Foren, ich erschrecke manchmal, wenn ich so Foren sehe, wo sich Eltern bekriegen und so dieses, hey, es ist okay, wie du das machst und es ist auch okay, wie ich es mache, weil wir vielleicht auch unterschiedliche Lebensrucksäcke haben, Lebensgeschichten. Ich glaube, wir als in der Begleitung sind da schon sehr gefragt, auch eben nicht so sehr auch unseres reinzubringen, sondern wirklich auch zu verstehen, was ist die Not der Eltern? Was ist ihre Art, wie sie es gestalten möchten? Und dafür brauchen wir auch immer jede einzelne von uns, egal von welcher Richtung sie glaubt, dass es das Richtige ist, weil wir haben natürlich alle unsere Vorstellung, ist ja auch menschlich, dass wir trotzdem da auch uns ein bisschen immer wieder frei machen und uns abstimmen dann auf die Familien. Und natürlich auch die kindlichen Bedürfnisse, aber nicht nur die kindlichen Bedürfnisse da rein. Deswegen danke für diesen Beitrag. Ich würde auch noch gern was ergänzen, weil ich finde das ein großes Thema. Also die in den bedürfnisorientierten Richtungen, die teilweise gehypt werden, einfach die Beobachtung, dass oft die Bedürfnisse der sich einfach
stark auf die Kinder ausrichten, aber auf die Bedürfnisse der Kinder, aber weniger auf die Bedürfnisse auch der Eltern. Und ich glaube, ich finde immer wieder den Aspekt so schön, dass man ja, dass Kinder ja auch lernen über den Weg des Spiegelns, des Nachmachens der Eltern. Und wie soll ein Kind lernen, also so sich abzustimmen in einem Bedürfnis oder sich abzugrenzen oder eine Toleranzgrenze zu entwickeln etc. Also das betrifft vor allem dann vielleicht mehr das Kleinkindalter, wenn die eigenen Bedürfnisse übergangen werden. Und das ist eigentlich noch eine ganz schöne Motivation, wie man bedürfnismotivierte Eltern in mehr Selbstbezug auch begleiten kann, dass man sagt, hey, das ist wichtig, es geht da nicht um irgendwie, wer kriegt da wie sein Ego-Programm durch. Also wir müssen als Eltern auch etwas zurückhalten können, etwas containen, was vielleicht gerade jetzt schön wäre und weil das Kind was anderes fordert, aber ich darf es mitkriegen und ich darf bei mir sein und ich darf vielleicht, ich darf das beobachten und ich darf Wege suchen und das finde ich eigentlich ganz eine wichtige Dynamik, die wir in der EEH ja eigentlich unterstützen. Also das nochmal ein wichtiger Punkt. Vielleicht als Ergänzung. Ja, jetzt müssen wir ja langsam abschließen, aber ich habe da, Margit hatte noch eine Frage, vielleicht die letzte Frage, dann runden wir ab. Du hast aufgestreckt vorhin, habe ich gesehen. Hallo. Ich wollte nur kurz ergänzen, aber ich habe euch jetzt eine Nachricht geschickt. Und ja, herzlichen Dank an euch beide. Und es tut immer sehr gut, das zu vertiefen. Und ich fühle mich in dem Feld einfach sehr wohl. Vielleicht nochmal das anknüpfend. Auch diese Angst, zu wenig zu wissen, ist eben dieses ganz bei den Eltern zu sein und sie und das mit ihnen das Feld zu erforschen, wo die Schwierigkeiten liegen, dann braucht man keine Angst haben, zu wenig zu wissen. Genau, das wollte ich nur anbringen. Das ist ein sehr schöner Satz, weil desto mehr wir wissen, desto weniger oft haben wir das Gefühl, wir wissen jetzt wirklich was, weil viel Wissen öffnet auch wieder viele nächste Fragen. Deswegen auch schon zu schauen, man muss nicht alles wissen, sondern mit den Eltern fehlerfreundlich, experimentierfreudig einfach so zu schauen, okay, wie können wir das, ja, wie können wir diese intensiven ersten Lebensjahre so meistern, dass wir alle nicht ausgelaugt irgendwann in der Kleinkindzeit landen oder dann im Kindergarten und Schulalter. Finde ich eine schöne Anmerkung. Danke, Margit. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch interessiert habt, dass ihr da wart. Und passend zum Thema wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Schlaft gut, gute Erholung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Danke, Tschüss. Danke, Barbara. Tschüss.